Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich lese weiter vor aus Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch. Wir sind mittlerweile in der Szene 1 angekommen. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat mit den neuen Videos, aber mein Headset ist zwischendurch Fritte gegangen. Ich sitze jetzt hier auch nur an meinem Laptop, deswegen ist die Tonqualität wahrscheinlich ein bisschen schlechter. Und ihr müsst zwischendurch mal mit ein paar leichten Rucklern leben. Aber naja, das macht ja fast gar nichts, deswegen legen wir jetzt auch gleich los. Szene 1. Stube. Gottlieb Biedermann sitzt in seiner Stube und liest die Zeitung, eine Zigarre rauchend, und Anna, das Dienstmädchen mit weißem Schürzchen, bringt eine Flasche Wein. Herr Biedermann! Keine Antwort. Herr Biedermann! Er legt die Zeitung zusammen. Aufhängen sollte man sie. Habe ich es nicht immer gesagt? Schon wieder eine Brandstiftung. Und wieder dieselbe Geschichte. Sage und schreibe, wieder so ein Hausierer, der sich im Dachboden einnistet. Ein harmloser Hausierer. Er nimmt die Flasche. Aufhängen sollte man sie. Er nimmt den Korkenzieher. Herr Biedermann. Was denn? Er ist noch immer da. Wer? Der Hausierer, der Sie sprechen möchte. Ich bin nicht zu Haus. Das habe ich ihm gesagt, Herr Biedermann. Schon vor einer Stunde. Er sagt, er kenne Sie, Herr Biedermann. Ich kann diesen Menschen nicht vor die Tür werfen. Ich kann es nicht. Wieso nicht? Er ist nämlich sehr kräftig. Biedermann zieht den Korken. Er soll morgen ins Geschäft kommen. Ich hab's ihm gesagt, Herr Biedermann. Schon dreimal, aber das interessiert ihn nicht. Wieso nicht? Er will kein Haarwasser. Sondern? Menschlichkeit. Biedermann riecht am Korken. Sagen Sie ihm, ich werde ihn eigenhändig vor die Tür werfen, wenn er nicht sofort verschwindet. Er füllt sorgsam sein Burgunderglas. Menschlichkeit! Kostet den Wein. Er soll draußen im Flur warten. Ich komme sofort. Wenn er irgendetwas verkauft, ein Traktat oder Rasierklingen. Ich bin kein Unmensch, aber... Ich bin kein Unmensch, Anna, das wissen Sie ganz genau. Aber es kommt mir keiner ins Haus. Das habe ich Ihnen schon 100 Mal gesagt. Und wenn wir 3 freie Betten haben, das kommt nicht in Frage, sage ich, nicht in Frage. Man weiß, wohin das führen kann, heutzutage. Anna will gehen und sieht, dass der Fremde eben eingetreten ist. Ein Athlet. Sein Kostüm erinnert halb an eine Strafanstalt und halb an einen Zirkus. Tätowierung am Arm, Lederbinde um die Handgelenke. Anna schleicht hinaus. Der Fremde wartet, bis Biedermann seinen Wein getrunken hat und sich umdreht. Guten Abend. Biedermann verliert die Zigarre vor Verblüffung. Ihre Zigarre, Herr Biedermann. Er hebt die Zigarre auf und gibt sie Biedermann. Sagen Sie mal. Guten Abend. Was soll das heißen? Ich habe dem Mädchen ausdrücklich gesagt, Sie sollen im Flur draußen warten. Wieso? Ich muss schon sagen, ohne zu klopfen. Mein Name ist Schmitz. Ohne zu klopfen. Schmitz Josef. Schweigen. Guten Abend. Und was wünschen Sie? Herr Biedermann, brauchen keine Angst zu haben. Ich bin kein Hausierer. Sondern? Ringer von Beruf. Ringer? Schwergewicht. Ich sehe. Das heißt, gewesen. Und jetzt? Arbeitslos. Pause. Herr Biedermann, brauchen keine Angst zu haben. Ich suche keine Arbeit. Im Gegenteil. Die Ringerei ist mir verleidet. Ich bin nur gekommen, weil es draußen so regnet. Pause. Hier ist's wärmer. Pause. Hoffentlich störe ich nicht. Pause. Rauchen Sie! Er bietet Zigarren an. Das ist schrecklich, Herr Biedermann. Wenn einer so gewachsen ist wie ich, alle Leute haben Angst vor mir. Danke. Biedermann gibt ihm Feuer. Danke. Sie stehen und rauchen. Kurz und gut. Was wünschen Sie? Mein Name ist Schmitz. Das sagten Sie schon. Ja, sehr erfreut. Ich bin obdachlos. Er hält die Zigarette unter die Nase und kostet den Duft. Ich bin obdachlos. Was wollen Sie? Ein Stück Brot? Wenn Sie nichts anderes haben. Oder ein Glas Wein? Brot und Wein? Aber nur, wenn ich nicht störe, Herr Biedermann. Nur, wenn ich nicht störe. Biedermann geht zur Tür. Anna!
Biedermann kommt zurück. Das Mädchen hat mir gesagt, Herr Biedermann will mich persönlich hinauswerfen, aber ich habe gedacht, Herr Biedermann, dass das nicht Ihr Ernst sein kann. Anna ist eingetreten. Anna, bringen Sie ein zweites Glas. Sehr wohl. Und etwas Brot, ja. Und wenn's dem Fräulein nichts ausmacht, etwas Butter. Etwas Käse oder kaltes Fleisch oder so. Nur keine Umstände. Ein paar Gurken, eine Tomate oder so. Etwas Senf. Was Sie gerade haben, Fräulein. Sehr wohl. Nur keine Umstände. Blättert man um. Anna geht hinaus. Sie kennen mich, haben Sie dem Mädchen gesagt. Freilich, Herr Biedermann, freilich. Woher? Nur von Ihrer besten Seite, Herr Biedermann, nur von Ihrer besten Seite. Gestern Abend am Stammtisch, ich weiß, Herr Biedermann, haben mich gar nicht bemerkt, in der Ecke. Die ganze Wirtschaft hat sich gefreut, Herr Biedermann, jedes Mal, wenn Sie mit der Faust auf den Tisch geschlagen haben. Was habe ich denn gesagt? Das einzig Richtige. Er raucht seine Zigarette. Dann... Aufhängeln sollte man sie, alle. Je rascher, umso besser. Aufhängeln, diese Brandstifter nämlich. Biedermann bietet einen Sessel an. Bitte. Schmidt setzt sich. Männer wie Sie, Herr Biedermann, das ist's, was wir brauchen. Ja, ja, gewiss. Aber kein Aber, Herr Biedermann, kein Aber. Sie sind noch vom alten Schrot und Korn. Sie haben noch eine positive Einstellung. Das kommt davon. Gewiss, Sie haben noch Zivilcourage. Sicher. Das kommt eben davon. Wovon? Sie haben noch ein Gewissen. Das spürte die ganze Wirtschaft, ein regelrechtes Gewissen. Ja, ja, natürlich. Herr Biedermann, das ist gar nicht natürlich, heutzutage. Im Zirkus, wo ich gerungen habe, zum Beispiel. Und drum, sehen Sie, ist er dann auch niedergebrannt. Der ganze Zirkus. Unser Direktor zum Beispiel, der hat gesagt, Sie können mir, Sepp. Ich heiße doch Josef. Sie können mir, hat er gesagt, wozu soll ich ein Gewissen haben? Wörtlich. Was ich brauche, um mit meinen Bestien fertig zu werden, das ist eine Peitsche. Wörtlich. So einer war das. Gewissen, hat er gelacht. Wenn einer ein Gewissen hat, so ist es meistens ein schlechtes. Er raucht genussvoll. Gott hab ihn selig. Das heißt, er ist tot? Verbrannt mit seinem ganzen Plunder. Eine Standuhr schlägt 9. Verstehe ich nicht, was hat Mädchen so lang gemacht? Ich hab Zeit. Es gibt sich, dass die beiden einander plötzlich in die Augen blicken. Sie haben auch kein freies Bett im Haus, Herr Biedermann. Das Mädchen sagt es ja schon. Warum lachen Sie? Leider kein freies Bett. Das sagen nämlich alle. Kaum, dass ein Obdachloser. Und dabei will ich gar kein Bett. Nein? Ich bin es gewohnt, Herr Biedermann, auf dem Boden zu schlafen. Mein Vater war Köhler. Ich bin's gewohnt. Er raucht vor sich hin. Kein Aber, Herr Biedermann, kein Aber, sag ich. Sie sind keiner von denen, der in der Wirtschaft ein großes Maul verreißt, weil er Schiss hat. Ihnen glaub ich's. Leider kein freies Bett. Das sagen alle. Aber Ihnen, Herr Biedermann, Ihnen glaube ich aufs Wort. Wo führt das noch hin, wenn keiner mehr dem anderen glaubt? Ich sage immer, wo führt das noch hin, Kinder? Jeder hält den anderen für einen Brandstifter. Nichts als Misstrauen in der Welt. Oder habe ich nicht recht? Das spürte die ganze Wirtschaft, Herr Biedermann. Sie glauben noch an das Gute im Menschen. Oder habe ich nicht recht? Sie sind der erste Mensch in der Stadt, der unser einen nicht einfach wie einen Brandstifter behandelt. Hier ist ein Aschenbecher. Oder habe ich nicht recht? Er schlägt sorgsam die Asche seiner Zigarette ab. Die meisten Leute heutzutage glauben nicht an Gott, sondern an die Feuerwehr. Was wollen Sie damit sagen? Die Wahrheit. Anna bringt ein Tablettchen. Kaltes Fleisch haben wir keins. Das genügt, Fräulein, das genügt. Nur den Senf haben Sie noch vergessen. Entschuldigung. Anna geht hinaus. Essen Sie. Biedermann füllt die Gläser. Nicht überall, Herr Biedermann, wird man so empfangen, das kann ich Ihnen sagen. Ich habe schon Dinge erlebt. Kaum tritt unser einer über die Schwelle, Mann ohne Krawatte, obdachlos, hungrig. Nehmen Sie Platz, heißt es, und hinten herum rufen Sie die Polizei. Was finden Sie dazu?
Ich frage nach einem Obdach, nichts weiter. Ein braver Ringer, der sein Leben lang gerungen hat. Da packt so ein Herr, der noch nie gerungen hat, unsere einen am Kragen. Wieso? Frage ich, dreh mich bloß um, um ihn anzublicken, und schon hat er die Schulter gebrochen. Er nimmt das Glas. Prost! Sie trinken und Schmitz beginnt zu futtern. Es ist halt so eine Sache, mein Herr, heutzutage. Keine Zeitung kann man mehr aufschlagen. Schon wieder so eine Brandstifterei. Und wieder die alte Geschichte, sage und schreibe. Wieder ein Hausierer, der um Obdach bittet, und am anderen Morgen steht das Haus in Flammen. Ich meine nur, offen gesprochen, ich kann ein gewisses Misstrauen schon verstehen. Er greift zu seiner Zeitung. Hier, bitte! Er legt ihm die offene Zeitung neben den Teller. Ich hab's gelesen. Ein ganzer Stadtteil! Er erhebt sich, um es Schmitz zu zeigen. Hier, lesen Sie das! Schmitz futtert und liest und trinkt. Beaujolais? Ja. Dürfte noch etwas wärmer sein. Er liest über den Teller hinweg. Scheint es, dass die Brandstiftung nach dem gleichen Muster geplant und durchgeführt worden ist, wie schon das letzte Mal. Sie geben einander einen Blick. Ist das nicht unglaublich? Schmitz legt die Zeitung weg. Drum lese ich ja keine Zeitungen. Wie meinen Sie das? Na, weil's immer dasselbe ist. Ja, mein Herr, natürlich. Aber das ist doch keine Lösung, mein Herr. Einfach keine Zeitung lesen. Schließlich und endlich muss man doch wissen, was einem bevorsteht. Wozu? Ja, einfach so. Es kommt ja doch, Herr Biedermann, es kommt ja doch. Er riecht an der Wurst. Gottesgericht. Er schneidet sich Wurst ab. Meinen Sie? Anna bringt den Senf. Danke, Fräulein, danke. Sonst noch etwas? Heute nicht. Anna bleibt bei der Türe. Senf ist nämlich meine Leibspeise. Er drückt den Senf aus der Tube. Wieso Gottesgericht? Weiß ich's. Er futtert und blickt nochmals in die Zeitung. Scheint es den Sachverständigen, dass die Brandstiftung nach dem gleichen Muster geplant und durchgeführt worden ist, wie schon das letzte Mal. Er lacht kurz, dann füllt er sein Glas mit Wein. Herr Biedermann! Was denn? Herr Knechtling möchte Sie sprechen. Knechtling? Jetzt? Knechtling? Er sagt, kommt nicht in Frage. Er könne Sie gar nicht verstehen. Wozu muss er mich verstehen? Er habe eine kranke Frau und drei Kinder. Kommt nicht in Frage, sag ich. Er ist aufgestanden vor Ungeduld. Herr Knechtling, Herr Knechtling. Herr Knechtling soll mich gefälligst in Ruhe lassen, Herrgott, nochmal. Oder er soll sich einen Anwalt nehmen, bitte. Ich habe Feierabend, Herr Knechtling. Ich verbitte mir dieses Getue wegen einer Kündigung, lächerlich. Und dabei gibt es heutzutage Versicherungen, wie ja noch nie in der Geschichte der Menschheit, ja. Soll er einen Anwalt nehmen, bitte. Ich werde auch einen Anwalt nehmen. Beteiligung an seiner Erfindung. Soll er sich unter den Gasherd legen oder einen Anwalt nehmen? Bitte. Wenn Herr Knechtling es sich leisten kann, einen Prozess zu verlieren oder zu gewinnen. Bitte sehr. Er beherrscht sich mit Blick auf Schmitz. Sagen Sie, Herrn Knechtling, ich habe Besuch. Anna geht heraus. Sie entschuldigen. Sind Sie hier zu Hause, Herr Biedermann? Schmeckt es Ihnen? Er setzt sich und schaut nur zu, wie der Gast genießt. Wer hätte gedacht, ja, wer hätte gedacht, dass es so etwas noch gibt, heutzutage? Senf? Menschlichkeit. Er schraubt die Tube wieder zu. Ich meine nur so, dass Sie mich nicht einfach am Kragen packen, Herr Biedermann, und unser einen einfach auf die Straße werfen, hinaus in den Regen. Sehen Sie, das ist's, Herr Biedermann, was wir brauchen. Menschlichkeit. Er nimmt die Flasche und gießt sich ein. Vergelt's Gott! Er trinkt und genießt es sichtlich. Sie müssen jetzt nicht denken, Herr Schmitz, dass ich ein Unmensch sei. Herr Biedermann. Frau Knechtling nämlich behauptet das. Wenn Sie ein Unmensch wären, Herr Biedermann, dann würden Sie mir heute Nacht kein Obdach geben, das ist mal klar. Nicht wahr? Und wenn's auch nur auf dem Dachboden ist. Er stellt das Glas nieder. Jetzt ist er richtig, unser Wein.
Es klingelt an der Haustür. Polizei? Meine Frau. Es klingelt nochmals. Kommen Sie. Aber unter einer Bedingung, mein Herr. Kein Lärm. Meine Frau ist herzkrank. Man hört Frauenstimmen draußen und Biedermann winkt dem Schmitz, dass er sich beeile und hilft. Tablettchen und Glas und Flasche werden mitgenommen. Sie gehen auf Fußspitzen nach rechts, wo aber der Chor sitzt. Sie entschuldigen. Er steigt über die Bank. Sie entschuldigen. Er steigt über die Bank und sie verschwinden, während von links Frau Biedermann in die Stube tritt, begleitet von Anna, die ihre Sachen abnimmt. Wo ist mein Mann? Sie wissen, Anna, wir sind keine Spießer. Sie können einen Schatz haben, aber ich will nicht, Anna, dass Sie ihn im Haus verstecken. Frau Biedermann, ich habe aber keinen. Und wem gehört das rostige Fahrrad, das unten neben unserer Türe steht? Ich bin ja zu Tode erschrocken. So, das war's mit diesem Part. Wie ihr vielleicht zwischendurch gemerkt habt, habe ich die Mikrofonqualität etwas optimieren können. Ist wahrscheinlich recht witzig, wenn man das da zwischendurch wechselt. Ich werde jetzt zusehen, dass ich das Ganze so schnell wie möglich hochlade. Headset ist nach wie vor nicht da. Wie auch immer. Demnächst werden die Abstände ein bisschen kürzer, so vom Inhalt, weil die Folge hier war ja jetzt doch relativ lang mit 15, ein bisschen knapp über 16 Minuten. Die nächsten werden kürzer auf jeden Fall. Gut, bis dahin, bis zu den nächsten Folgen, ein gesegnetes Tschüssikowski euch.